Beck ist weg. Aber auch ohne den Problembären und seine weinerliche Mainzer Abschiedsvorstellung sieht es für die SPD nicht gut aus. Allerdings stehen an der Spitze der Partei jetzt die besten Leute, die sie noch hat. Müntefering, den die zweitklassige Heckenschützen-Nahles erst vor kurzem niederstreckte, und Steinmeier. Der Außenminister prahlte noch im Mai damit, es sei mutig von ihm, den Dalai Lama nicht zu treffen. Und mutig setzte er sich auch als erster Europäer auf den Schoß des neuen russischen Präsidenten Medvedev. Anbiedernd wirkte das. Steinmeier fehlt das Format, gegenüber Russland und China Klartext zu sprechen, wenn es drauf ankommt. Er ist ein Bürokrat, dem die Klasse fehlt, die politische Amokläuferin Ypsilanti und den prinzipienlosen Politdarsteller Wovereit zu disziplinieren. Merkel hat die CDU im Griff. Steinmeier nicht mal seine eigene Außenpolitik. Keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei im Bund? Gleichzeitig wird Gesine Schwan aufgestellt, die ohne die Stimmen der Linken keine Chance hat, Bundespräsidentin zu werden. Oskar Lafontaine ist ein routinierter Schwätzer, der Hartz IV auch noch für den verregneten Sommer und seine aus anderen Gründen deutlich zu lange Nase verantwortlich machen möchte. Um ihm das Handwerk zu legen, muss die SPD endlich die Samthandschuhe ausziehen. Sie kämpft ums Überleben. Wissen Müntefering und Steinmeier das?